Einen schönen guten Morgen zusammen, soweit wir uns heute Morgen noch nicht gesehen haben. Ich eröffne die 154. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz mit der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings. Ich begrüße die Kolleginnen hier im Raum sowie die per WebEx zugeschalteten. Ich begrüße die 8 Sachverständigen, die uns heute komplett per WebEx zugeschaltet sind. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die ebenfalls per WebEx zugeschaltet sind. Und die eigentlich Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Da sitzt aber jedenfalls physisch hier keiner. Insofern geht das ins Leere. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung mit dem § 238 Strafgesetzbuch, der Tatbestand der Nachstellung verschiedene Änderungen erfahren soll. Die geplanten Änderungen basieren zum einen auf einer Evaluierung der Neufassung des Tatbestands, wie er seit 2017 gilt, und sollen zum anderen den technischen Fortschritt Rechnung tragen, wodurch das sogenannte Cyberstalking auch technisch weniger versierten Technikern erleichtert wurde, was zu einer Zunahme dieser Tathandlungen geführt hat. Einige Hinweise zum Ablauf. Die Sachverständigen, Sie, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Professor Eisele. An die Sachverständigen dabei die Bitte, bemühen Sie sich, nicht länger als 4 Minuten zu sprechen. Hier im Saal läuft eine Uhr rückwärts ab. 3,5 Minuten vor Ende der Zeit gibt es eine Anzeige, dass die auf Rot geht. Nach 4 Minuten gibt es ein weiteres akustisches Signal. Die Sachverständigen sowie alle anderen per WebEx zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, ihre Mikrofone auszuschalten, solange sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich die Fragerunden an, einer oder mehrere, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. An die Kolleginnen und Kollegen dabei die Bitte, das bewährte Verfahren anzuwenden. 2 Fragen, entweder 2 Fragen an 2 unterschiedliche, je eine Frage an 2 unterschiedliche Sachverständige oder 2 Fragen an einen und denselben Sachverständigen. Wenn Sie per WebEx teilnehmen, die Bitte, Ihren Fragewunsch im Chat mitzuteilen. Das Sekretariat informiert mich dann hier im Raum darüber. Die Sachverständigen werden nach der ersten Fragerunde dann in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge antworten. Heute also beginnt mit Frau Steinl. Dabei die Bitte, sich auch kurz zu halten. In der zweiten Fragerunde werden dann die Antworten alphabetisch gegeben. Einige technische Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich und wird auf Video aufgezeichnet. Die Ausstrahlung erfolgt live im Parlamentsfernsehen. Anschließend ist die Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Das Sekretariat fertigt auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung zudem ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per WebEx sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallsbekundungen von der Tribüne. Rein vorsorglich möchte ich noch darauf hinweisen, dass Störungen in der Sitzung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht bzw. Strafrecht geahndet werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Herr Eisele hat als erstes das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Evaluierungsbericht zu § 238 zeigt, dass die Anwendung des Tatbestandes für die Praxis immer noch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Der Entwurf begegnet dem mit der Herabsetzung des Grades der Beeinträchtigung der Lebensgestaltung, der Ersetzung des Merkmales der Beharrlichkeit und ermöglicht durch weitere Nachstellungshandlungen eine bessere Handhabung in Fällen des Cyberstalkings. Anstelle der Eignung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung soll nun eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung fallen. Vorzugswürdig wäre es meines Erachtens freilich positiv, von einer erheblichen Beeinträchtigung zu sprechen. Unabhängig von dieser Kleinigkeit waren folgende Beeinträchtigungen bislang nicht erfasst, die nunmehr aus meiner Sicht zutreffend vom Tatbestand erfasst werden können. Das Wechseln der Telefonnummer, das Installieren von Alarmanlagen, ein einwöchiger Umzug in eine Ferienwohnung, das Beantragen von Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz, der Austritt aus einem Verein oder einem Fitnessstudio. Noch hinnehmbar sind hingegen übliche Schutzmaßnahmen wie das Verschließen von Fenster und Türen oder der bloße Verzicht auf die Entgegennahme von einzelnen Anrufen. Die Ersetzung des Merkmals beharrlich durch das Merkmal wiederholt, ist angesichts der verbundenen Nachweisschwierigkeiten ebenfalls zu begrüßen. Da auch die Beharrlichkeit eine wiederholte Vornahme von Handlungen verlangt, kann insoweit auf die bisherigen Grundsätze zurückgegriffen werden. Obgleich in der bisherigen Nummer 5 ein Auffangtatbestand enthalten ist,
ist es zu begrüßen, dass wichtige Erscheinungsformen des Cyberstalkings nunmehr explizit aufgeführt werden, um die Anwendbarkeit in der Praxis zu erleichtern. Auch wenn die Verschaffung des unbefugten Zugangs zu Daten durch eine Tat nach § 202a bereits strafbar ist, ist dieser elektronische Hausfriedensbruch für das Opfer eine große Belastung, da der Täter tief in die Privatsphäre eindringt und das Opfer sich einer sicheren und vertraulichen Kommunikation nicht mehr gewiss sein kann. Entsprechendes gilt für das Verbreiten oder öffentliche Zugänglichmachen von Abbildungen nach Nummer 6, das übrigens nicht immer zugleich eine Strafbarkeit nach § 201a bekunden muss. Hinsichtlich der Strafschärfungen wird nun die flexiblere Regelbeispielsmethode gewählt, sodass auch weitere im Gesetz nicht genannte Fälle straferhöhend bewertet werden können. Zutreffend, meiner Ansicht nach, wird die Auffangnorm des Grundtatbestandes der Nummer 8 vom besonders schweren Fall ausgeklammert, um die Kumulierung unbestimmter Merkmale zu vermeiden. Hinsichtlich der Regelbeispiele ist aus meiner Sicht die Nummer 1 etwas problematisch, die das Eintreten einer einfachen Gesundheitsschädigung erfasst. Das kann man prinzipiell tun. Freilich wird die Formulierung verursacht verwendet und dies deutet in der üblichen Terminologie des StGB auf eine Erfolgsqualifikation hin, für die nach § 18 Fahrlässigkeit genügen würde. Das dürfte jedoch wohl nicht gemeint sein. Weniger überzeugend sind nach meiner Ansicht die Nummer 3 und die Nummer 4 ausformuliert, bei denen die Monatsangaben etwas willkürlich anmuten. Meines Erachtens sollten beide Strafschärfungen zusammengefasst werden und angelehnt an Nummer 4 eine Vielzahl von Tathandlungen über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten erfasst werden. Dies wäre eine plausible Leitlinie für die Regelbeispielstechnik, mithilfe derer sollen weitere Konstellationen erfasst werden können oder Konstellationen, die nicht schwerwiegend genug sind, ausgesondert werden könnten. Entbehrlich sind aus meiner Sicht die vorgesehenen Regelungen in Nummer 6 und Nummer 7, da diese innerhalb des Grundstrafrahmens sachgerecht abgeurteilt werden können und im Übrigen ein sonstiger, besonders schwerer Fall außerhalb der Regelbeispielstechnik in Betracht kommt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Eisele. Als nächstes hat das Wort Frau Hurek. Guten Morgen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich bedanke mich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf. Aus staatsanwaltlicher Sicht ist dessen Zielsetzung durchaus zu begrüßen. Die praktische Handhabung des Tatbestandes bereitet auch nach der Novellierung im Jahr 2017 durchaus Probleme. Insoweit teile ich die Einschätzung im Evaluierungsbericht, der dem Gesetzentwurf zugrunde liegt, dass die Anwendungsprobleme häufig auf tatsächlichen Umständen beruhen, insbesondere auf Beweisschwierigkeiten oder einem inkonstanten Kooperations- und Aussageverhalten. Aber es gibt durchaus auch rechtliche Anwendungsprobleme. Das beharrliche Nachstellungsverhalten und auch, dass ein solches die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend beeinträchtigen muss, bereitet Probleme, wird beharrlich durch wiederholt ersetzt, so hat das jetzt hätte das eine numerische Komponente und wäre durchaus einfacher handhabbar für die Praxis. Größere Schwierigkeiten bereitet das Erfordernis einer Eignung des Täterverhaltens zur schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensführung und deshalb gibt es Probleme, weil kaum konkrete Erkenntnisse darüber vorliegen, wann eine solche Eignung anzunehmen ist. Ich darf vielleicht einen Fall aus der Praxis kurz dazu referieren. Eine Beschuldigte kann die Trennung ihres Freundes nicht akzeptieren und über einen Zeitraum von mehreren Monaten taucht sie täglich vor seiner Tür und vor der Tür seiner neuen Freundin auf, fährt mit dem Auto zu dessen Arbeitsstätten, besucht ihn an der Arbeitsstätte, taucht im Supermarkt an der Tankstelle auf, um angeblich zufällige Begegnungen zu provozieren. Sie spioniert ihm nach, sie erregt Aufmerksamkeit, wenn sie abgewiesen wird. Sie schreibt täglich Liebesbriefe und überschüttet ihn am Arbeitsplatz mit Geschenken. Wir haben Anklage erhoben in diesem Fall wegen Stalkings. Das Gericht hat diese Anklage nicht eröffnet. Es hat keine ausreichende Eignung im Sinne des Tatbestandes gesehen. Vom Schutzgut des § 238 StGB ausgehend und vom Grad des psychischen Drucks, der entscheidend sein soll, kann man da durchaus anderer Auffassung sein. Das Opfer oder die Opfer in diesem Fall haben ihr Verhalten durchaus daran ausgerichtet. Ist die Frage, ist das noch hinnehmbar oder bedarf es der strafrechtlichen Ahndung über den Straftatbestand des Stalkings? Und mit dem Reformvorschlag nicht unerheblich würde die Strafbarkeitsschwelle insoweit abgesenkt und der Opferschutz dann auch gestärkt. Ich präferiere auch die Nachstellungshandlungen, die im Bereich der
sozialen Medien nun eine große Rolle spielen, dass die strafbewehrt werden, insbesondere solche, die die Veröffentlichung und abträglichen Erklärungen und Abbildungen beinhalten oder wenn es um die Vortäuschung der Identität geht. Und auch dann sollte es in den Paragraphen 238 StGB aufgenommen werden, wenn es an anderer Stelle schon im StGB geregelt ist. Ich halte es auch für vorzugswürdig, dass der Gesetzentwurf Regelbeispiele vorsieht. Das erscheint mir ein sehr guter Weg zu sein, um den Einzelfällen gerecht zu werden und einen angehobenen Strafrahmen zu rechtfertigen. Ich würde präferieren, wenn noch weitere besonders schwere Fälle aufgenommen werden könnten, wie sie auch der Bundesrat empfohlen hat, nämlich für Wiederholungstäter, die bereits wegen Stalkings oder Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in den letzten 5 Jahren verurteilt worden sind oder die familiengerichtliche Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz missachtet haben oder entsprechenden Vergleichen zuwider gehandelt haben. Die Opfererwartung ist insoweit, dass endlich Ruhe einkehrt und im Sinne eines angemessenen Opferschutzes und auch im Interesse einer nachhaltigen Spezialprävention sollte dem Wiederholungstäter eine schärfere Sanktion in Aussicht gestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Hurek. Als nächstes Frau Köhler. Guten Morgen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, und auch einen schönen Tag an alle Personen, die sich bis jetzt von mir noch nicht angesprochen fühlen. Ich bin Beate Köhler. Ich leite das Anti-Stalking-Projekt in Friedrichshain und bedanke mich für die Einladung und das Vertrauen, hier etwas beitragen zu können. Das Anti-Stalking-Projekt berät und begleitet Frauen, die vom Stalking bedroht und betroffen sind. Neben einer IT-Expertin arbeiten wir zu zweit vorwiegend in der psychosozialen Beratung. In der Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich festgestellt, dass Juristinnen eine andere Sprache sprechen wie wir und wir ihre Sprache teilweise nicht verstehen. Ich kann also an manchen Stellen zu der Sache nicht so viel beitragen und beurteilen wie diese anderen Sachverständigen, die hier sind, aber ich kann Erfahrungen aus meiner Praxis einbringen. Durch die schnell wachsenden Veränderungen unserer Kommunikation und die damit verbundenen technischen Möglichkeiten sowie durch die Digitalisierung unseres gesamten Alltags haben die Möglichkeiten und Formen des Angriffes unter anderem im Rahmen des Stalkings sich vervielfacht. Wir sehen in der digitalen Gewalt eine Weiterführung der Gewalt, die zurzeit in unserer Gesellschaft herrscht. Das ist keine neue Gewalt, sondern die Gewalt hat sich einen weiteren Raum gesucht, der neu ist und in dem die Regeln anscheinend nicht immer klar sind. Jeder Schritt, der einen effektiveren Schutz für von Gewalt betroffenen Personen bietet und somit eine Verbesserung im Opferschutz darstellt, ist aus unserer Perspektive ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Was die Änderung des Begriffs auch in schwerwiegend und nicht mehr in nicht erheblich, Absatz 1, sehen wir eine Chance, gegen die Bedrohung vorzugehen, bevor eben eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung der betroffenen Person darstellt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit die betroffenen Personen gegen die Bedrohung vorgehen können. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es oftmals nur mit großen Anstrengungen möglich, da die betroffenen Personen in einem schwierigen psychischen und physischen Zustand befinden, der es ihnen oftmals nicht möglich macht, gegen die Angriffe vorzugehen. Der Begriff wiederholt anstelle von beharrlich sehen wir eine Verbesserung, dass sich hier ein Spielraum ergibt, der je nach Schwere der Tathandlungen diesem angepasst werden kann. In unserer Praxis zeigt es sich immer wieder, dass es Tathandlungen gibt, bei denen schon geringe Anzahl einer Wiederholung eine große gravierende Wirkung auf die Betroffenen haben. Das Benennen von einzelner Handlungen in Absatz 1 unter Punkt 5 bis 7 ist für uns ein begrüßenswerter Schritt. Wir stellen immer wieder fest, dass diese Formen der Gewalt oftmals nicht als Gewalt identifiziert und auch nicht als solche eingestuft werden. Da es an dieser Stelle nicht zu einer Verfolgung der Angriffe kommt, kann das erhebliche Folgen für die Sicherheit und die Gesundheit der davon betroffenen Person nach sich ziehen. In Punkt 6, wenn wir es richtig verstehen, handelt es sich hier unter anderem um die sogenannten Spy-Apps. Wir erfahren immer wieder, welche Schäden diese anrichten. Sie können legal erworben werden und auf Endgeräten installiert werden, sodass sie nahezu unsichtbar agieren. Hier sollte zumindest eine Anordnung zur Sichtbarkeit machen, diese Aktivitäten geben. Ein Verbot des Verkaufs dieser Stalkingware würden wir als effektivere Möglichkeit sehen. Punkt 6 benennt den missbräuchlichen Umgang mit Bildmaterial, welches große Probleme für unsere Klientinnen darstellt. Dass sich hier meist um intime Bilder und Videos handelt, die bei den Betroffenen zu extremer Verunsicherung, Hilflosigkeit und Ängste führen. Das gleiche gilt für Punkt 7. Die hier angesprochenen Inhalte wirken sehr einschüchternd bei der Veröffentlichung auf die betroffenen Frauen. Dies führt in vielen Fällen dazu, dass sich die Frauen aus der öffentlichen Diskussion zurückziehen und sich so einen Teil der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen verwirkt.
bleibt. Wir wissen, dass diese Punkte schon an anderen Stellen im Strafgesetzbuch benannt werden. Einschätzungen, ob diese genannten Veränderungen eine neue Veränderung bedarf, liegt nichts in unserer Fachexpertise. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass es oftmals große Probleme gab, effektiv gegen diese Formen vorzugehen. Von daher sehen wir sie an dieser Stelle benennenswert. Was die Veränderung des Strafmaßes betrifft, können wir sagen, dass aus unserer Sicht die Strafen, die bei einer Verurteilung in einem Stalking-Prozess verhängt werden, oftmals sehr niedrig ausfallen und stehen aus unserer Sicht nicht im Verhältnis zu den Auswirkungen, die diese Taten auf die Betroffenen haben. Aus diesem Grund begrüßen wir die Reformvorschläge. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank, Frau Köhler. Als nächstes hat das Wort Frau Krug. Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich spreche für den Nebenklage e.V. Das ist eine bundesweite Vereinigung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die Betroffene von Straftaten im Strafverfahren, vornehmlich also in der Nebenklage, vertreten. Wir wissen unter anderem aus der Studie von Dressing, Gass, Schulz und Kühner aus dem Deutschen Ärzteblatt von vor einem Jahr, denke ich, dass stalkende Personen zumeist männlich sind und dass das Ex-Partnerinnen-Stalking diesen Hauptanteil aller Stalking-Fälle ausmacht. Das Problem, das hier soziologisch sichtbar wird, betrifft den Stand, den Frauen tendenziell in unserer Gesellschaft haben und der sicher viel mit Abwertung von Frauen zu tun hat. Ohne das für Deutschland zu relativieren, muss man sehen, dass das ein weltweites Phänomen ist. Ursachen für die Abwertung von Frauen liegen zu einem wesentlichen Teil in den Annahmen und Voreinstellungen, die viele Männer über Frauen haben und die ihnen ihr Verhalten als gerechtfertigt erscheinen lassen. Hauptansatzpunkt zur Bekämpfung von Stalking, aber auch anderer geschlechtsspezifischer Gewalt bis hin zu Feminiziden, ist sicher eine Veränderung hinsichtlich dieser Annahmen und Voreinstellungen über Frauen. Es gelte hier eigentlich Selbstverständlichkeiten zu etablieren, das heißt die Gleichheit, die Autonomie, die freie Willensbetätigung von Frauen innerhalb von und in Bezug auf soziale Beziehungen. Das müsste derart selbstverständlich werden, dass jede Handlung dagegen, die sich dagegen wendet, für jeden Mann fernliegt und gänzlich abwegig erscheint. Hier wäre also noch ein weiter Weg zu gehen und welche konkreten Schritte dafür nötig werden müssen, meines Erachtens alle Teilbereiche der Gesellschaft für sich, aber auch untereinander bestimmen und beschließen. Und ich meine, es wird kaum einen gesellschaftlichen Bereich geben, der hier nicht gefordert wäre. Wenn wir also über eine Gesetzesänderung des Strafgesetzbuches sprechen, geht es keinesfalls um die Bekämpfung des Problems an sich, sondern um den Versuch, die Auswirkungen des Problems einzudämmen. Dabei sollten wir im Kopf behalten, dass die gesellschaftliche Hauptaufgabe, von der ich gerade gesprochen habe, damit nicht erbracht ist. Der Nebenklage e.V. begrüßt den Gesetzesentwurf nichtsdestotrotz. Wir haben darüber hinaus konkrete Verbesserungsvorschläge zu § 238 gemacht. Und wir sehen darüber hinaus aber auch dringenden Bedarf, sowohl die Strafprozessordnung um die notwendige Beistandsbestellung als auch das Gewaltschutzgesetz zu ergänzen. Ich reduziere meine Ausführungen hier zunächst auf die notwendige Beistandsbestellung in § 397a StPO, um vor dem Hintergrund, dass Stalking nicht vor dem Eingang des Gerichts Halt macht und die Betroffenen müssen in der Hauptverhandlung immer oder zumeist, in den allermeisten Fällen, in Gegenwart der Angeklagten aussagen. Aus Gründen des Selbstschutzes müssten sie sich theoretisch allein so organisieren, dass sie vor und nach der Verhandlung nicht auf den Angeklagten treffen. Und das, denken wir, wird sie in den allermeisten Fällen überfordern, was wiederum aber ihre Aussagetüchtigkeit, auf die wir angewiesen sind, beeinflusst. Nebenklagevertretung kann hier aber wesentliche Erleichterungen verschaffen. Vor allem aber können, und das ist der Hauptgrund, denke ich, für diese Anregung, können Stalking-Betroffene nicht wie andere Zeuginnen nach ihrer Aussage aktiv als Nebenklägerin im Verfahren auftreten. Das wird ihnen dann sonst von den stalkenden Personen als persönliches Interesse an ihnen ausgelegt, was dann weitere Kontaktaufnahmen zur Folge haben kann. Betroffene brauchen daher in der Regel eine Vertretung, die ihre Rechte in der Nebenklage nach Erfolg der Zeugnervernehmung für sie wahrnimmt. Ein solches Recht auf Beistandschaft sollte ohne Hürden bestehen, also auch ohne die Voraussetzungen der Bewilligung von Prozesskostenhilfe belegen zu müssen. Soweit mein Eingangsstatement. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Krug. Und als nächstes Herr Pietrzak.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank zunächst mal für die Möglichkeit, für den DRB hier Stellung zu nehmen. Der Deutsche Richterbund begrüßt den Gesetzentwurf, über den wir hier heute beraten, in seiner Gesamtheit ausdrücklich. Die Evaluierung zur Neufassung des Paragraphen 238 aus dem Jahr 2017 hat gezeigt, wir haben in der Strafverfolgungspraxis weiterhin nicht unerhebliche Nachweisprobleme. Strafwürdiges Verhalten kann mit dem geltenden Regelungsregime nicht immer adäquat erfasst werden. Die Folge ist, es fällt mitunter äußerst schwer, effektiven Opferschutz zu gewährleisten. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung von Stalking. Nun zu den einzelnen Bestandteilen dieses Entwurfs. Wir begrüßen zunächst einmal die Anpassung der Tatbestandsmerkmale in Absatz 1. Die Evaluierung hat eindrucksvoll aufgezeigt, wir haben in der Praxis nicht unerhebliche Probleme bei der Subsumption, unter die Merkmale schwerwiegend und beharrlich aufgefunden. Und ganz besonders gilt das für das Merkmal beharrlich. Die Maßstäbe, die für dieses Merkmal gelten sollen, sind letztlich unklar geblieben. Nun, die erzeugende Konturierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs ist aus meiner Sicht nicht gelungen. Mit dem Merkmal wiederholt fokussiert der Gesetzentwurf eine quantitative Komponente und das dürfte einen Zuwachs an Rechtsklarheit bringen. Darüber hinaus erweitert der Gesetzentwurf den Katalog der im 238 genannten Tathandlungen um spezifische Vorgehensweisen des Cyberstalkings. Auch das begrüßen wir sehr. Stalking-Handlungen im virtuellen Raum können massive Folgen für Betroffene haben. Und wir treffen diese Folgen in der Praxis der Strafverfolgung zunehmend an. Schlagworte sind Revenge Porn oder eben der Fall, in dem soziale Medien dazu benutzt werden, Betroffene zu diffamieren. Ein aus meiner Sicht ganz wesentlicher und enorm wichtiger Bestandteil des Entwurfs ist die Neugestaltung des Absatz 2. Die Vorschrift kommt in der geltenden Fassung, ausgestaltet als Qualifikationstatbestand, äußerst selten zur Anwendung. Sie fordert, dass Betroffene in Todesgefahr sind oder dass eine schwere Gesundheitsschädigung im Raum steht. Es kommt damit entscheidend darauf an, wie leidensfähig die Betroffenen von Stalking-Handlungen sind. Und das ist für Betroffene, aber auch aus der Sicht eines Staatsanwalts, äußerst unbefriedigend. Denn wenn die Auswirkungen auf Betroffene noch nicht ein solches drastisches Ausmaß erreicht haben, sind Strafverfolgungsbehörden bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Hände gebunden. Die Anordnung von Untersuchungshaft ist erst möglich, wenn eben Todesgefahr oder die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung droht. Und das ist etwas, was sich den Betroffenen in der Praxis kaum erklären lässt und die Bearbeitung solcher Fälle enorm erschwert. Man denkt nur an den Fall, in dem Nachstellungsverhandlungen noch während laufender Hauptverhandlungen fortgesetzt werden und die Aussagetüchtigkeit Betroffener in Mitleidenschaft gezogen wird. Dieses Problem behebt der Entwurf, indem er 238 Absatz 2 in eine Regelung besonders schwerer Fälle umschaltet. Dadurch erlangen wir ein höheres Maß an Flexibilität für tat- und schuldangemessene Entscheidungen. So wie der Paragraph aufgebaut ist, dieser Absatz 2 mit zahlreichen quantitativen und qualitativ hervorstechenden Nachstellungshandlungen begrüßen wir das ausdrücklich und wir denken, dass sich mit dieser Vorschrift in der Praxis gut wird arbeiten lassen. Bei all dem Lob für diesen Gesetzentwurf sollte man allerdings eines nicht aus dem Blick verlieren. Effektiver Opferschutz wird nur durch eine sachlich wie personell adäquate Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden bewirkt werden können. Schärfere Gesetze können nur ein Baustein bei der Bekämpfung von Stalking sein. Ich komme nun zum Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Pitschacek. Als nächstes hat Herr Prokop das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße den Gesetzentwurf im Wesentlichen sehr. Und wie bereits die Vorredner hier ausgeführt haben, bedeutet der Gesetzentwurf, dass der Opferschutz wesentlich verbessert wird. Wenn ich dabei über Opferschutz spreche, ist klar, dass natürlich im Schwerpunkt hier Frauen als Opfer geschützt werden. Aber ich möchte auf eine Entwicklung hinweisen, dass zunehmend auch Politiker, vor allem Kommunalpolitiker und andere Personen, die sich in das Licht der Öffentlichkeit begeben, Opfer von Stalking werden, sodass auch für diesen Personenkreis der Gesetzentwurf von großer Bedeutung ist, weil er hier einfach einen verbesserten Schutz darstellt. Dieser verbesserte Schutz kommt zunächst davon, dass die Anwendungsprobleme in § 1
beseitigt werden. Es ist bereits von den Vorrednern ausgeführt worden, dass das Tatbestandsmerkmal beharrlich und das Tatbestandsmerkmal Eignung zum schwerwiegenden Eingriff in die Lebensgestaltung in der Praxis hier nicht zielführend waren und in vielen Fällen die Strafverfolgung verhindert haben. Insofern ist es hier ein Weg zum effizienten Opferschutz. Auch die Regelungen zum Cyberstalking schließen eine Regelungslücke. Auch insofern kann ich mich meinen Vorrednern anschließen. Mit einer Maßgabe in § 238 Absatz 1 Nummer 5 wird Cyberstalking in dieser Konstellation beschränkt auf das Ausspähen von Daten nach 202a StGB. Diese Begrenzung vermag ich nicht ganz nachzuvollziehen, weil auch das Abfangen von Daten nach 202b StGB mir in gleicher Weise zur Verbesserung des Opferschutzes eigentlich aufzunehmen wäre und darüber hinaus eben auch andere Formen, bei denen mit technischen Mitteln oder durch Nutzung eines Passwortes hier in die persönlichen Daten des Opfers eingegriffen werden, schutzwürdig wären. Insbesondere denke ich bei letzterer Gestaltung an Überwachung durch GPS-Tracking oder Drohnen. Diese Fälle werden momentan noch nicht strafbar. Deshalb würde ich eine entsprechende Ergänzung und Ausweitung des 238 Absatz 1 Nummer 5 StGB hier in diese Richtung vorschlagen. Zu begrüßen ist in gleicher Weise dann 238 Absatz 2 hier die Umwandlung der Qualifikation in Regelbeispiele für besonders schwere Fälle. Hier schließe ich mich ausdrücklich an Professor Eisele an. Bei Nummer 3 und Nummer 4, das derzeitige im Entwurf vorgesehene Erfordernis des täglichen oder fast täglichen Nachstellens ist in der Praxis so gut wie nicht nachweisbar, weil dann müssten die Opfer quasi hier Dokumentationen führen, die sie in der Regel aber nicht führen. Insofern schließe ich mich auch dem Vorschlag an, eine Umwandlung und Zusammenführung von Nummer 3 und 4 zu einer Fassung Vielzahl von Nachstellungen innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten. Ich glaube, das wäre der Praxis und dem Opferschutz angemessener. Und eine Ergänzung scheint mir noch bei 238.2 erforderlich. Es ist bereits angesprochen worden, wenn der Täter handelt, obwohl hier bereits eine Anordnung und ein Vergleich nach dem Gewaltschutzgesetz vorgelegen hat. Wenn er hier nochmal handelt, denke ich, ist das Handlungsunrecht deutlich höher. Zum anderen würde eine Aufnahme dieser Fälle in den 238.2 auch die Möglichkeit eröffnen, hier durch einen Haftbefehl bei Wiederholungsgefahr den Opferschutz wirklich deutlich zu manifestieren. Und da auch zu einem Fall, den ich selbst erleben musste, wo eben ein Täter trotz Anordnung durch das Familiengericht weiterhin Stalking betrieben hat und dann am Ende das Opfer sogar ermordet hat. Zu dem jetzigen Zeitpunkt waren uns die Hände rechtlich gebunden. Wenn man eine entsprechende Ergänzung aufnehmen würde, wäre es nicht der Fall. Insofern würde ich auch darum bitten, hier diese Ergänzung nach dem Gewalt bei Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz als besonders schweren Fall ergänzend aufzunehmen. Das war es in meinem ersten Statement. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Prokop. Als nächstes hat Herr Spatschek das Wort. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Der Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins, für den ich hier spreche, tritt ein für ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Opferschutz, Bestrafung der Täter und der Ultima Ratio des Strafrechts. Eine Ausweitung der Strafbarkeit und höhere Strafen sind kein Allerheilmittel. Wenn ich jetzt konkret zu § 238 Absatz 1 des Entwurfs komme, dann haben wir bislang eine gesetzliche Regelung, nach der schwerwiegende Beeinträchtigungen durch eine beharrliche Handlung erforderlich sind. Das ist nach dem Gesetzesentwurf angeblich zu unbestimmt. Man kann angeblich nicht damit umgehen und ersetzt diese Wörter schwerwiegend und beharrlich durch eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung durch eine wiederholte Handlung, wobei wir wissen als Juristen, dass wiederholt einmal in Wiederholungsabsicht ausreicht. Also wenn ich entweder mehrfach die gleiche Handlung vornehme oder einmal in Wiederholungsabsicht, dann ist das bereits ausreichend. So, was denn nun schwerwiegend oder nicht unerheblich ist oder was wiederholt ist, wird sehr subjektiv empfunden. Das kann man schlecht objektivieren.
Jedenfalls hilft es uns nicht, wenn man unbestimmte Rechtsbegriffe gegeneinander austauscht, denn schwerwiegend ist genauso unbestimmt wie nicht unerheblich und beharrlich ist genauso unbestimmt wie wiederholte Handlung. Das eine wird hier lediglich gegen das andere getauscht. Und wenn man durch den Tausch von Gesetzesregelungen keinen Vorteil erlangt, dann ist das etwas, was vor dem Hintergrund der Ultima Ratio nicht in Betracht kommen darf. Vor allem die unzulässige Kommunikation zwischen der Senkung der Strafbarkeitsschwelle und dem Erfordernis des wiederholten Verhaltens bzw. nicht unerheblichen Beeinträchtigungen, was parallel ja reduziert wird, ist dem Versuch der Verobjektivierung des Täterverhaltens geschuldet. Ob eine solche Verobjektivierung überhaupt möglich und zulässig ist, ist aus unserer Sicht fraglich, denn gerade die subjektive Komponente spielt doch bei Beziehungstaten, das sind die Taten, die von den Praktikern hier auch im Wesentlichen geschildert worden sind, die auch im Ergebnis nach dem Evaluationsbericht im Wesentlichen vorkommen, ist doch bei den Beziehungstaten besonders maßgeblich. Also eine ganz objektive Beschreibung des Täterverhaltens wird nicht geschehen können in der Praxis. In der Praxis sind die Probleme ganz andere. Wenn es denn nun um die Frage der Beweisbarkeit geht, dann bringt uns die Änderung des Gesetzes gar nichts. Was das eigentliche Problem ist, sind fehlende personelle Ressourcen und eine entsprechende Ausbildung der Tätigen. Was auch eine Möglichkeit wäre, sich dem Thema zu nähern, ist eine Änderung des Gewaltschutzgesetzes, das gerade für solche Fälle eine Rolle spielt. Wenn wir auf die Erweiterung des Gesetzes um das Cyberstalking kommen, dann ist das etwas, was der DAV begrüßt. Wir geben allerdings zu bedenken, dass die Nummern 5, 6 und 7, es klang schon an, bereits entweder in anderen Gesetzen schon strafbare Handlungen darstellen oder gerade die Nummer 7 eigentlich eher in den Bereich der Verleumdung gehört und nicht im Bereich des 238. Wenn eine Tat schon einmal strafbar ist, dann macht es keinen Sinn, die nochmal unter Strafe zu stellen. Wenn es darum geht, auf eine Verweisungsmöglichkeit hinzuarbeiten, dann kann man auch unmittelbar auf die andere Strafbarkeitsnorm verweisen. Wir begrüßen auch die Regelbeispielstechnik, die in Absatz 2 angewandt wird, geben allerdings zu bedenken, dass es einen Riesenunterschied in der Gewichtigkeit der Rechtsgüter zwischen den Ziffern 1 und 2, Gesundheit und Leben, und 3 und 4 eben über eine längere Zeitraum hin erlittene Einbußen geht und regen an, darüber nachzudenken, das entsprechend auszugleichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Spatschek. Und als letztes hat das Wort Frau Steinl. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, im Namen des Deutschen Juristinnenbundes bedanke ich mich für die Einladung zur Anhörung und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der DJB begrüßt, dass der vorliegende Entwurf die Anwendungsprobleme bei § 238 StGB erkennt, aufgreift und Vorschläge zur Nachbesserung enthält. Den Beeinträchtigungen, die Opfer von Stalking erleben, steht derzeit eine unzureichende Anwendung gegenüber. Wir begrüßen daher, dass der Entwurf eine Vereinfachung der Handhabung des Tatbestandes durch die Änderung der Tatbestandsmerkmale schwerwiegend und beharrlich anstrebt. Wir begrüßen die Verwendung des Tatbestandsmerkmals wiederholt. Dieser Begriff wird auch von Artikel 34 der Istanbul-Konvention verwendet. Wir regen jedoch an, das Tatbestandsmerkmal nicht unerheblich in der Gesetzesbegründung genauer zu definieren, um die Rechtsanwendung zu erleichtern. Zu begrüßen sind aus unserer Sicht auch die Nachbesserung zur Fassung von Cyberstalking-Handlungen sowie die Regelungen zu den besonders schweren Fällen. Die Änderungen zum Cyberstalking tragen den technischen Entwicklungen Rechnung und der Tatsache, dass die Nachstellung mittels technischer Mittel bzw. im digitalen Raum mittlerweile neben die klassischen Formen der Nachstellung getreten ist. Gleichzeitig wird der Tatbestand damit den Anforderungen an die Bestimmtheit besser gerecht. Allerdings sollte § 238 Absatz 1 Nummer 5 um die weiteren Datentatbestände des § 202 b und c ergänzt werden. Angebracht erscheint uns zudem eine Ergänzung um § 201 a, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, und § 201 und § 201 a, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.
Neben § 238 ist zudem auch eine Anpassung des Gewaltschutzgesetzes aus unserer Sicht erforderlich. Die in § 4 Satz 1 Gewaltschutzgesetz vorgesehene Strafbewährung gegen Verstöße gegen gerichtlich bestätigte Vergleiche ebenso wie gerichtliche Anordnungen ist in der Höhe der Strafdrohung zu kritisieren. Eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe deckt den Unrechtsgehalt der Taten nicht ab und erweckt den Anschein, es handelt sich um ein Bagatelldelikt. Sie laufen so Gefahr, ihre spezialpräventive Wirkung zu verfehlen. Wir fordern daher eine Anpassung des Strafrahmens auf bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Wichtig ist zudem, dass der Schutz vor Nachstellungen sich nicht in der Schaffung entsprechender Straftatbestände erschöpfen kann. Notwendig ist zum einen die effektive Umsetzung des Rechts. Dafür sind Schulungen und die Sensibilisierung von Fachpersonal der Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz notwendig. Nachstellungstaten sind konsequent, effektiv und vor allem auch zeitnah strafrechtlich zu verfolgen. Voraussetzung hierfür sind das notwendige Personal und die Ressourcen und daneben auch das Bewusstsein darüber, dass sich bei Nachstellungen häufig um eine schwerwiegende Form von geschlechtsspezifischer Gewalt handeln kann, die zu körperlichen oder bis hin zu tödlichen Angriffen führen kann. Von hoher Bedeutung ist daher die notwendige Expertise für die adäquate Risikoeinschätzung über die Gefahr einer solchen gewalttätigen Eskalation bei den Strafverfolgungsbehörden. In diesem Zusammenhang weisen wir erneut auf unsere Forderung nach Fortbildungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz im Bereich geschlechtsspezifischer Gewalt und auch im Bereich digitaler Gewalt hin. Notwendig ist darüber hinaus auch ein bedarfsgerecht ausgebautes und finanziertes, auf Fälle der Nachstellung spezialisiertes Beratungs- und Hilfsangebot. Zu diesen notwendigen Hilfsangeboten zählt auch die adäquate Unterstützung von Opfern im Prozess. Ein wichtiges Instrument dafür ist die psychosoziale Prozessbegleitung. Allerdings haben bisher nicht alle Betroffenen von Nachstellungstaten einen Anspruch auf kostenfreie psychosoziale Prozessbegleitung während des Strafverfahrens. Für das Grunddelikt der Nachstellung ist eine Beiordnung nach wie vor grundsätzlich ausgeschlossen. Diese Lücke gilt es aus Sicht des DJB unbedingt zu schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Steinl. Damit sind wir am Ende der Runde der Einführungsstellungnahmen. Und wir kommen zur ersten Fragerunde. Da haben sich schon mehrere Kolleginnen und Kollegen gemeldet. Als erstes der Kollege Jung. Ja, vielen Dank. Ich hätte zunächst eine Frage an Frau Hurek. Sie haben ja sehr anschaulichen Praxisfall geschildert, der an der bisherigen Formulierung gescheitert ist. Und Sie haben gesagt, nicht unerheblich könnte man diesen Fall besser fassen. Jetzt ist nicht unerheblich ja in der Tat auch ein unbestimmter Rechtsbegriff, wie Herr Spacek ja erklärt hat oder darauf hingewiesen hat. Ich glaube, Frau Dr. Steinl hat eben auch gesagt, das könnte man noch konkretisieren. Frau Hurek, würden Sie denn diese Fälle, die Sie da beschrieben haben, ausreichend erfasst sehen oder ausreichend fassbar sehen mit nicht unerheblich? Oder würden Sie auch sagen, da muss man noch mal ein bisschen konkreter ran, sei es über die Ausschussbegründung oder fällt Ihnen möglicherweise ein anderes Merkmal ein, das es noch besser treffen würde und Ihnen in der Praxis eher helfen würde, solche Fälle zu erfassen? Das würde mich noch mal interessieren. Und an Herrn Professor Eisler hätte ich die Frage, Sie haben am Ende, sind Sie noch mal auf, bei den Regelbeispielen auf die Fälle 6 und 7 eingegangen, die Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, für, also nicht für überflüssig halten, aber sagen, die müsste man nicht ausdrücklich regeln. Haben Sie den sonstigen schweren Fall angesprochen? Da sage ich ganz offen, das wäre mir ein bisschen riskant, insbesondere wenn man es jetzt erst im parlamentarischen Verfahren streichen würde. Also bekommen wir die dort adressierten Fälle ausreichend erfasst, auch wenn wir die Merkmale wieder rausnehmen würden? Oder würden Sie sagen, am Ende ist es doch sicherer, es drin zu lassen? Ich weiß, man sollte nicht regeln, was überflüssig ist, aber wenn es am Ende dann doch wieder Lücken gibt, wäre es mir zu riskant. Wenn Sie dazu noch mal Stellung nehmen können, wäre ich dankbar. Vielen Dank, Herr Jung. Als nächstes Frau Möhring. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dank auch an alle Sachverständigen. Meine beiden Fragen gehen an Frau Krug. Frau Krug, wir stellen ja fest, dass die Verurteilungsrate bei Stalking extrem gering ist. Also im Jahr 2019 bei 16.000 Anzeigen wurden nur 417 Fälle zu einer Verurteilung. Meine Frage, bestätigen Sie aus Ihrer Sicht als Nebenklagevertreterin, dass der Grund dafür auch in den allermeisten Fällen die mangelnde Nachweisbarkeit ist und das Problem, dass Aussage gegen Aussage steht?
Und welche Lösungsansätze schlagen Sie dann für solche Fälle vor, auch im Verhältnis zum Gewaltschutzgesetz? Und meine zweite Frage an Sie, Sie haben ja dankenswerterweise, wie ich finde, in Ihrem Statement auch eine sehr ausführliche gesellschaftliche Einordnung dieses Problems gemacht und auch festgestellt, wir haben viele dicke Bretter zu bohren, bis das Problem wirklich im Grundsatz gelöst ist. Nun ist es ja aber auch so, dass natürlich die Opfererwartung tatsächlich hohe ist, Betroffene von Stalking oft vor allem den Wunsch haben, dass die Taten nun endlich aufhören mögen und sicherlich auch, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Aber diese Opfererwartung ist ja ganz, ganz stark und präsent, verständlicherweise. Was müsste sich aus Ihrer Sicht im gesamten Verlauf, also von Anzeige bis Gerichtsverfahren, ändern, damit Betroffene vor weiteren Taten geschützt werden können? Und was ist darüber hinaus wichtig? Vielen Dank, Frau Möhring. Als nächstes Frau Bayram. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und zwar habe ich eine Frage an die beiden Sachverständigen, Frau Steinl und Herrn Pichacek. Und zwar mit Blick auf den neuen Absatz 1 Nummer 8 wäre meine Frage, inwieweit diese Formulierung eine vergleichbare Handlung mit Blick auf Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz dem Bestimmtheitsgebot gerecht wird. Vielen Dank. Und dann Frau Decher. Ja, ich bedanke mich ebenfalls, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich auch bei den Sachverständigen, die sich doch sehr gute Vorschläge auch überlegt haben, wie man noch ein bisschen das Gesetz noch ein bisschen besser machen könnte. Und da richtet sich meine Frage noch mal an Frau Dr. Steinl und Herrn Dr. Prokop. Sie haben beide ausgeführt, dass der 238 Absatz 1, dass das Regelbeispiel Nummer 5 noch erweitert werden sollte, um nicht nur den 202a, sondern auch 202b und c. Können Sie uns dafür noch mal, die Frage richtet sich jetzt an Herrn Dr. Prokop, an Regelbeispiele nennen, welche Fälle jetzt konkret dann lückenhaft blieben. Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Und an Frau Dr. Steine richtet sich die Frage, welche Personengruppen möglicherweise zukünftig noch nicht geschützt sind oder nicht ausreichend geschützt sind, wenn wir dieses Merkmal unerheblich nicht ausreichend definieren, wo da Probleme bestehen können. Und möglicherweise haben Sie auch einen Vorschlag dazu, wie es definiert werden könnte. Danke. Vielen Dank, Frau Decher. Herr Seitz. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen für ihre Ausführungen. Ich habe jetzt zwei Fragen an Herrn Professor Eisele. Die erste Frage ist, es gibt ja auch Kritik, wenn jetzt das Tatbestandsmerkmal schwerwiegend durch nicht unerheblich ersetzt wird, dass damit nur noch Bagatellfälle ausgeschlossen werden, aber nicht leichte Fälle. Die Alternative könnte sein, statt nicht unerheblich zu formulieren, erheblich. Das wäre dann aus meiner Sicht wohl ein deutliches Minus im Vergleich zum bisherigen Tatbestandsmerkmal schwerwiegend, sodass leichte Eingriffe erfasst sind und oder leichte Eingriffe, ganz leichte Eingriffe nicht mehr in den Tatbestand fallen, könnte aber die dann gegebene geringere Anwendungsbreite des Tatbestandes, wenn der Vorschlag aufgegriffen wird, ein Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz auch als Tatbestandsvoraussetzung aufzunehmen, dass man dann leichtere Eingriffe doch wieder
auch strafrechtlich erfassen kann. Deswegen meine Frage an Sie, was halten Sie davon, dass man von der Formulierung nicht unerheblich auf erheblich wechseln würde? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Regelung in Absatz 1 Nummer 6, wo es um die Veröffentlichung von Bildmaterial geht. Und es gibt ja auch Fälle, in denen es nicht zur Veröffentlichung kommt, sondern damit nur gedroht wird, wo möglicherweise das entsprechende Bildmaterial eventuell gar nicht existiert, die Existenz auch nicht bewiesen werden kann, aber der Täter das behauptet. Und ein Opfer, wenn zum Beispiel bereits in der Vergangenheit einvernehmliche Bildaufnahmen gemacht wurden, vielleicht auch gar nicht weiß und auch nicht sicher ausschließen kann, ob der Täter weitere Aufnahmen gefertigt hat. Und ich glaube, von der Belastungssituation für das Opfer kann die Drohung mit einer Veröffentlichung sogar noch viel schwerwiegender sein als die tatsächliche Veröffentlichung. Denn wenn diese ohne jetzt Folgen im privaten Nahbereich oder in den sozialen Medien bleibt, dann verpufft die Wirkung. Während eine Drohung, die bleibt eigentlich permanent aktuell. Wenn man jeden Morgen aufwacht und sich erstmal überlegt, muss ich jetzt bei Facebook schauen, ob da Nacktfotos von mir aufgetaucht sind. Und wenn man jetzt die Drohung mit der Veröffentlichung als Minus zur Veröffentlichung ansieht, wäre es meiner Ansicht nach ausgeschlossen, dass unter Absatz 1 Nummer 8 als unbestimmten Fall anzunehmen, weil dann es wohl an der Vergleichbarkeit fehlen würde. Man müsste es dann schon als Aljud ansehen, um hier überhaupt noch dann in die Nummer 8 zu kommen. Deswegen meine Frage, wäre es dann nicht sinnvoll, die Nummer 6 auch zu ergänzen im Hinblick auf die Drohung mit der Veröffentlichung entsprechender Abbildungen? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Seitz. Und als Letztes in der ersten Fragerunde Herrn Martens. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke auch an die Sachverständigen, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stellen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Spacek vom DRV. Wenn ich das richtig verstehe oder auch selber mir anschaue, dann ist die Ersetzung, es ist ja auch schon gesagt worden, der Worte schwerwiegend durch nicht unerheblich und beharrlich durch wiederholt, nur die Ersetzung eines normativen oder von zwei normativen Begriffen durch zwei weitere normative Begriffe, die allerdings die Strafbarkeitsschwelle deutlich senken. Es ist jetzt gesagt worden in der Anhörung, dies würde zu einer besseren Handhabbarkeit des Tatbestandes führen. Teilen Sie diese Auffassung? Ich teile es nämlich nicht. Ich glaube, das wird nicht besser handhabbar, nur wenn man die Strafbarkeitsschwelle senkt. Das hat mit Handhabbarkeit wenig zu tun, auch mit der Frage der Beweisschwierigkeiten wohl nicht. Zweite Frage, mit der Einbeziehung des Cyberstalking wird eigentlich ein richtiger Schritt gemacht. Allerdings frage ich mich auch hier nach der Notwendigkeit der Einführung eben in Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 1 Nummer 6, wonach eben Bilddarstellungen oder anders erlangte Daten erfasst werden sollen. Das war nach meinem Dafürhalten bisher schon strafbar. Ist hier irgendein Gewinn des Rechtsgüterschutzes erkennbar? Vielen Dank, Herr Martens. So, damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde und gehen jetzt bei der Beantwortung wieder, wie angekündigt, rückwärts vor, sodass Frau Steinl als Erstes das Wort hätte mit den Antworten auf die Fragen der Kolleginnen Bayram und Dilcher. Frau Steinl, haben Sie uns gehört? Ja, vielen Dank. Da beginne ich mit der Frage von Frau Dilcher zu dem Tatbestandsmerkmal nicht unerheblich. In der Tat war unser Gedanke nicht so sehr, dass bestimmte Personengruppen rausfallen oder ähnliches oder nicht ausreichend geschützt werden, wenn das nicht näher definiert wird, sondern es war eben auf Grundlage des Evaluierungsberichts und auch auf Grundlage der Praktikerinnen im Juristinnenbund eben Probleme zu beobachten im Umgang mit diesem Tatbestandsmerkmal schwerwiegend oder Eignung zur schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensführung. Und wenn dieses nun durch nicht unerheblich ersetzt wird, was wir begrüßen, weil damit natürlich eine Absenkung der Strafbarkeitsschwelle bewirkt wird und damit mehr strafwürdige Fälle
auch in den Straftatbestand fallen. Dann wäre aber aus unserer Sicht eben die Rechtsanwendung nur dann erleichtert, wenn auch klar ist, was das bedeuten soll. Und deshalb haben wir uns für eine Definition in der Gesetzesbegründung oder durch die Begründung durch den Ausschuss ausgesprochen. Aus unserer Sicht wäre es wichtig, dass eben klar wird, dass natürlich sozial adäquate Fälle nicht darunter fallen, also dass die Grenze des sozial adäquaten überschritten sein muss, aber dass eben gerade noch keine Eignung zur erheblichen Beeinträchtigung der Lebensführung vorliegt. In diese Richtung gehend würden wir uns eine Klarstellung bzw. nähere Ausführung wünschen. Zu der Frage von Frau Beiram nach dem Bestimmtheitsgrundsatz. Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Ich bin allerdings nicht der Auffassung, dass hier Friktionen oder gar eine Verfassungswidrigkeit oder einen Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz vorliegen durch diese Generalklausel. Es ist nicht so, dass der Bestimmtheitsgrundsatz auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so ausgelegt wird, dass keine unbestimmten Rechtsbegriffe und Ähnliches verwendet werden dürfen, auch im Strafrecht nicht. Denn gerade die Vielgestaltigkeit der Lebenssachverhalte erfordern das Nutzen von unbestimmten Rechtsbegriffen an bestimmten Stellen. Und gerade im Bereich des Stalking sehen wir diese Vielgestaltigkeit der Lebenssachverhalte, sehen wir bereits ganz deutlich an der Ausgestaltung der anderen Nummern, die eben sehr unterschiedlich sind. Und wir sehen natürlich auch, was wir auch jetzt in diesem Gesetzgebungsverfahren zum Gegenstand haben, dass sich das weiterentwickelt mit den technischen Möglichkeiten, mit den Gegebenheiten sozusagen der virtuellen Welt, die natürlich da auch eine Rolle spielen. Insofern halten wir es aus Sicht des Juristenbundes in der Tat für wichtig, dass diese Generalklausel beibehalten wird, um eben diese anderen Handlungen, die auch geeignet sind, die Betroffenen in erheblichem Maße psychisch zu beeinträchtigen, auch dann unter den Stalking-Tatbestand fallen. Und auch soweit sie unter bereits von anderen Tatbeständen des StGB erfasst sind, halten wir es trotzdem für wichtig, weil eben dadurch nicht der spezifische Unrechtsgehalt des Stalking, also der Nachstellungstat, zum Ausdruck kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Steinl. Als nächstes Herr Spatschek mit den Antworten auf die beiden Fragen von Herrn Martens. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich komme zur ersten Frage, die Frage der Handhabbarkeit und die Erleichterung durch den Austausch der Begriffsdefinitionen. Nun, wir müssen sehen, Strafrecht, das ist der Bereich, in dem wir uns hier bewegen, ist und soll es auch sein, immer Ultima Ratio. Das bedeutet, Strafrecht kommt dann zum Zuge, wenn alle anderen Rechtsgebiete nun keine Möglichkeit mehr scheinen lassen, hier für eine Regelung zu sorgen. Und entsprechend vorsichtig muss man auch im Strafrecht sein mit dem, was man an Gesetzestext auf den Weg bringt. Die Änderung der Begrifflichkeit im Text bringt am Ende des Tages keine Änderung in der Anwendung. Das eine ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, das andere auch. Wir wären hier einen Schritt weiter, wenn wir, ich sage mal, in 2, 3, 4 Jahren ein entsprechendes Case Law hätten. Also wenn wir, wie es nun in anderen Rechtsgebieten auch üblich ist, Entscheidungen der vielleicht auch des Bundesgerichtshofs hätten in Strafsachen, um zu sehen, wie denn dort eine genaue Differenzierung, eine genaue Auslegung der Rechtsbegriffe stattfindet. Solange wir das nicht haben, ist der Austausch der Rechtsbegriffe ohne praktische Relevanz. Das eine wird gegen das andere getauscht. Und ich würde jetzt mal behaupten, nach dem subjektiven Empfinden der Betroffenen ist beharrlich und wiederholt doch am Ende des Tages, je nachdem, wen man sich als Betroffenen anschaut, das Gleiche. Also wer fünfmal was macht, macht es nach der Vorstellung eines Opfers beharrlich. Das andere Opfer sagt, er hat es ja nur fünfmal gemacht. So what, würde man im englischsprachigen Raum sagen. Das kommt doch dann gar nicht so drauf an. Also man kann, soweit ich das aus der Praxis beurteilen kann, allein durch die Änderung einer Definition, die auch nicht konkretisiert wird, noch nichts gewinnen. Also entweder wir bekommen noch Case Law dazu oder aber insofern finde ich die Idee der Vorrednerin ganz gut, wenn ich das so sagen darf, dass man etwas mehr Erläuterung gibt, was man nun meint mit wiederholt oder beharrlich. Diese Definition, also sprich die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs in der Definition vorzugeben, kann man aber jetzt nach meiner persönlichen Einschätzung machen, egal ob da beharrlich oder wiederholt steht. Auf die Erläuterung kommt es dann an.
Das wäre dann der wesentliche Teil, um auch eine gewisse Erkennbarkeit für den Täter zu schaffen. Der Täter muss ja wissen, wann mache ich mich nun strafbar und wann komme ich in den Bereich des Problematischen. Insofern ist es zwingend erforderlich, hier eine konkretere Eingrenzung zu geben. Und insofern möchte ich auch noch mal auf das Gewaltschutzgesetz kommen, das eigentlich für solche Fälle gedacht ist, dass man das Opfer schützt. Wenn es darum geht, über eine Erhöhung der Strafbarkeit nachzudenken, dann über die Erhöhung der Strafbarkeit bei Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz. Das wäre dann etwas, was man ganz konkret greifen kann. Da hat jemand Kontaktverbot, verletzt das und macht sich dadurch strafbar. Das wäre für einen Täter dann am Ende des Tages auch verständlich. Für die zweite Frage, da ging es um das Cyberstalking und die Erforderlichkeit der Regelung in 238 Absatz 1. Nun, was einmal strafbar ist, muss nicht nochmal strafbar werden. Der einzige Hintergrund, den ich mir vorstellen konnte, warum das hier ins Gesetz genommen wurde, ist, um aus den unten stehenden Absätzen nach oben verweisen zu können. Ne? Um sagen zu können, in den Fällen des Absatzes 1, Ziffer 1 bis 6 beispielsweise, ist Regelbeispiel wenn. Ne? Also das heißt, die Verweisungstechnik ist leichter, wenn ich die Strafbarkeit quasi wiederhole in den einzelnen Absätzen. Das ist aber eine reine Formsache. Man könnte auch, wenn man verweist, unmittelbar auf die bereits bestehenden Straftatbestände verweisen. Ne? Die gibt es ja. Und müsste nicht nochmal quasi eine weitere Verweisung, also eine Verweisungskette aufbauen, indem man auf den Absatz 1 Ziffer X verweist, der verweist dann auf den Paragraphen 202a beispielsweise, sodass man eine Verweisungskette aufbaut, die völlig überflüssig ist. Das zeigt allein schon die Begründung, quasi, dass man sagt, das, was schon mal strafbar ist, soll auch hier strafbar sein, ist ja für sich schon die Widerlegung des Umstandes, dass es ein Bedürfnis für die Aufnahme der Strafbarkeit in dieser bestimmten Form des Cyberstalkings im konkreten Fall besteht. Dankeschön. Herr Spatschek, vielen Dank. Als nächstes ist dran Herr Prokop mit der Antwort auf die Frage von Frau Dilcher. Ja, vielen Dank. Die Frage war gerichtet auf den Paragraph 31 Absatz 1 Nummer 5 StGB des Entwurfs. In dem Entwurf ist vorgesehen, hier die Handlungsform nach 202a StGB hier zu erfassen, also das Ausspähen von Daten. Meine Kritik hieran ist darin zu sehen, dass ich nicht ganz verstehe, warum das Ausspähen von Daten hier erfasst wird, aber nicht zum Beispiel das Abfangen von Daten nach 202b StGB. Und darüber hinaus stellt sich die Frage grundsätzlich, ob nicht eine Loslösung von diesen Tatbeständen erfolgen sollte und generell jede Form der Erfassung von personenbezogenen Daten mittels technischer Mittel oder Passwörter hier erfasst werden sollte, weil Handlungsunrecht entspricht dem, Erfolgsunrecht entspricht dem und für den Gedanken des Opferschutzes wäre es sinnvoll, hier so eine Erweiterung vorzunehmen und über den vorgesehenen Rahmen bislang hinauszugehen. Deshalb würde ich auch für so eine Ergänzung plädieren. Vielen Dank, Herr Prokop. Herr Pietraschek hat jetzt zur Antwort auf die Frage von Frau Bayram. Ja, also ich möchte eine Antwort geben, die im Prinzip auf zwei Ebenen sich bewegt. Zum einen ist sie die Frage des rechtspolitischen Signals, das man damit aussenden würde, wenn man das jetzt streichen würde, diesen Auffangtatbestand vergleichbare Handlung. Denn Ziel ist es ja, den Opferschutz zu stärken. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in der Praxis Probleme haben bei der Anwendung. Und nun würden wir dieses Ziel so ein bisschen umkehren oder stark verkehren, indem wir dieses Merkmal vergleichbare Handlung streichen. Deswegen halte ich das, aber das ist dann im Prinzip eine Frage, die der Gesetzgeber zu klären hat, rechtspolitisch für nicht gut. Und das Zweite, es ist auch normativ nach meinem Dafürhalten nicht zwingend, das zu streichen. Aus verfassungsrechtlichen Gründen, Analogieverbot, Bestimmtheitsgrundsatz, denn diese Auslegung ist ja nicht wie eine Art Generalklausel
Also die isoliert im Gesetz steht in dem Absatz 1, sondern dieser Begriff vergleichbare Handlung hat sich immer zu orientieren, was wir an den Normen 238 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 haben. Also hier haben wir ja klar umrissen, oder ja 1 bis 7, klar umrissen, welche Handlungen denn geeignet sein können, um nicht unerhebliche Beeinträchtigungen herbeizuführen, eine wiederholte Tatbegehung herbeizuführen. Also aus diesem Grunde halte ich das nicht für zwingend, das zu streichen, und nicht für normativ geboten. Eine unzulässige Analogie sehe ich auch nicht. Und im Übrigen, wir kennen das auch aus Delikten, das ist nicht eine völlig neue Regelungstechnik. In Paragraphen 315, 315b, die miteinander verknüpft sind, gibt es auch so eine Formulierung, vergleichbare Handlung. Und das ist eine geübte Praxis in der Rechtsprechung, das zu handhaben. Also alles in allem nimmt man die obigen Merkmale dazu, eine Eignung, die Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen und eben eine wiederholte Tatbegehung, da sehe ich da kein Problem. Das ist nach meinem Dafürhalten hinreichend bestimmt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Pitschacek. Frau Krug hat jetzt zu antworten auf die beiden Fragen von Frau Möhring. Vielen Dank für die Fragen. Die erste Frage ging dahin, eine Sichtweise zu erfragen, woran denn die Verurteilungen scheitern aus Sicht von NebenklagevertreterInnen. Mit dem Zusatz, würde es vielleicht auch daran liegen, dass man hier eine mangelnde Nachweisbarkeit verzeichnet. Zum einen, ich denke, es liegt weniger an diesen Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen, jedenfalls meiner Wahrnehmung nach. Und ich meine, dass die mangelnde Nachweisbarkeit, es gibt also in den meisten Fällen schon irgendwelches Beweismaterial. Das Problem liegt aber immer im Einsatz von Stalkerware. Das ist den Eindruck, den wir haben, weil der eben sehr schwierig nachweisbar ist. Also wenn wir über Nachweisprobleme reden, dann wird es jedenfalls unserer Meinung nach darauf hinauslaufen, zu schauen, kann man Stalkerware besser finden, kann man das in irgendeiner Weise ermitteln. Und hier sehen wir Defizite sowohl bei den technischen als auch bei den personellen Ressourcen der Ermittlungsbehörden. Oft sehen sich da nicht in der Lage, Ermittlungen zu führen. Manchmal wird auch keine Veranlassung gesehen. Und ich denke, es gibt auch einen Mangel daran, an Stellen, bei denen auch Personen ihre Smartphones beispielsweise zur Auswertung geben können. Nächstes Problem, das ich sehe bei der Frage von Verurteilung, ist, dass diese Stalking-Fälle sehr, sehr umfangreich sind. Und auch da eben die personellen Ressourcen der Ermittlungsbehörden doch oft an ihre Grenzen stoßen. So jedenfalls meine Wahrnehmung, auch wenn ich als Nebenklagevertreterin mit Polizeibeamtinnen und Beamten spreche. Aber es gibt auch weitere Probleme jenseits der Nachweisbarkeit. Wir sehen ein Problem im Strafantragserfordernis. Zum einen wissen Betroffene nicht, oder oftmals nicht, dass neben ihrer Strafanzeige noch ein Strafantrag erforderlich ist. Diese Kenntnis gibt es sogar bei einigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht. So haben wir erlebt, dass es intensive polizeiliche Vernehmungen gab, ohne zu bemerken, dass diese 3-Monats-Frist nach § 77b überhaupt abgelaufen war. Dem kann man sicher nur entgegnen, indem man auf das Strafantragserfordernis entweder verzichtet und stattdessen eben Bagatellfälle gemäß § 153 einstellt. Oder man kann sagen, wenn eine betroffene Person eine Strafanzeige stellt, dann gilt auch der Strafantrag als gemacht. Nur wenn Dritte einen Strafantrag stellen, sollte eben die betroffene Person doch nochmal ausführlich darüber möglichst schriftlich belehrt werden, dass die Strafverfolgung jetzt nur stattfinden würde, wenn auch von ihr ein expliziter Strafantrag kommen würde. Soweit unsere Vorschläge dann dazu. Ein anderes Problem, das ich kurz noch erläutern möchte, ist das der langen Verfahrensdauer.
Wir haben den Eindruck, dass die Betroffenen doch ein extremes Gefühl der Vergeblichkeit und des Alleingelassenseins erleben, weil sie immer wieder versuchen, Taten zu dokumentieren, das weitergeben an die Polizei, aber einfach lange, lange, lange nichts passiert. Und um dem entgegenzuwirken, wäre es eben besser, diese Verfahrensdauern etwas zu verkürzen. Genau, vielen Dank. Die zweite Frage, die Frau Möhring noch gestellt hatte, ging dahin, ein wenig einzuschätzen, was denn Betroffene schützen könnte, was man machen könnte, um auch den Prozess zu ändern. Jetzt habe ich schon einiges erwähnt, ne? Kürzere Verfahrensdauer, Strafantragserfordernis, darauf verzichten oder eben andere Möglichkeiten hier etablieren. Wir sehen eine nächste Möglichkeit auch in einem Mehr an Gefährderansprachen. Es wäre aus unserer Sicht wunderbar, wenn auch auf die Männer mal proaktiv zugegangen werden könnte, vielleicht auch von Trägern wie Stop Stalking oder so. Genau, daran müsste man weiter, da müsste man weiter nachdenken darüber. Wir sehen auch einen Bedarf an Fortbildungen oder die Ausstattung von Fachberatungsstellen technischer Art zum Beispiel, Technikzentren, das hatte ich schon erwähnt. Und schließlich, das hatte ich im Eingangsstatement gesagt, wäre es wichtig, hier eine bessere Beiordnungspraxis zu etablieren, sodass eben ja, Betroffene einfach und ohne den Nachweis der Voraussetzungen von Prozesskostenhilfe da einen Beistand bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Krug. Als nächstes hat Frau Hurek das Wort mit der Antwort auf die Frage von Herrn Jung. Und Sie müssten, glaube ich, Ihr Mikro ausstellen, deshalb, weil wir sonst Rückkopplungen haben. Ja, danke schön. Zur Frage, ob die Beschreibung nicht unerheblich auch jetzt die Fälle abdeckt, die wir für strafwürdig erachten, aber bisher vielleicht nicht erfasst sind, das würde ich auf jeden Fall bejahen. Es ist natürlich wie immer mit Rechtsbegriffen, die der Auslegung bedürfen. Das wird die Rechtsanwendung zeigen, aber ich halte es grundsätzlich für geeignet. Mit der Begrifflichkeit nicht unerheblich eine Eignung eines Täterverhaltens zu beschreiben, das dann die Lebensgestaltung beeinträchtigen kann. Ich würde allerdings auch einen Unterschied auf dieser doppelten Verneinung nicht unerheblich zu erheblich sehen. Ich würde befürworten, dass das nicht unerheblich beibehalten wird, indem ich es durchaus von sozial adäquaten Handlungen abgrenzen kann, aber nicht im Bereich des schwerwiegend komme dann auch und damit dann auch Täterverhalten erfassen kann. Das, so wie ich es in meinem Fall im Eingangsstatement geschildert habe, keine offensichtlich schädigenden Handlungen wie Sachbeschädigungen oder Beleidigungen vornimmt, sondern wenn es eben um den Wunsch nach Rückgängigmachung einer Trennung geht, wäre das durchaus etwas, was es erfassen könnte. Und insoweit würde ich die Begrifflichkeit nicht unerheblich befürworten, wie sie der Reformvorschlag unterbreitet. Danke. Vielen Dank, Frau Horek. Und als letztes hat das Wort Herr Eisele mit der Antwort auf die Fragen von Herrn Jung und zwei Fragen von Herrn Seitz. Ja, die erste Frage von Herrn Jung ging dahin, ob die Regelbeispiele der Nummer 6 und Nummer 7 beibehalten werden sollen. Da hatte ich mich ja etwas kritisch geäußert. Das Problem liegt darin, das haben wir jetzt bei den ganzen Antworten gesehen, beim Grundtatbestand und den Regelbeispielen, dass Stalking sich eben dadurch auszeichnet, dass es sehr schillernd ist und sich im Prinzip unbegrenzt Tathandlungen denken lassen und es der Gesetzgeber letztlich nie schaffen wird, alle abzubilden. Und deshalb gibt es ja auch einen guten Grund, warum in Nummer 8 ein Auffangtatbestand aufgenommen wurde. Und deshalb begrüße ich auch die Regelbeispielstechnik, die dann auf Ebene der Strafschärfung eben die gleiche Möglichkeit einräumt. Nummer 6 und Nummer 7 kombinieren ja jeweils zwei Nummern des Grundtatbestandes. Und meine Überlegung war, für die wiederholte Tatbegehung des Grundtatbestandes ist es nach Rechtsprechung anerkannt, dass der Täter verschiedene Nummern des Grundtatbestandes verwirklichen kann. Es ist also nicht erforderlich, dass er drei oder viermal die räumliche Nähe aufsucht,
sondern er kann einmal die räumliche Nähe aufsuchen, dann Waren bestellen. Und deshalb kann die Kombination einzelner Nummern den Grundtatbestand verwirklichen. Und die Nummer 5, das Ausspähen der Daten und nachher die Veröffentlichung, das können eben typischerweise zwei Schritte hintereinander sein, die gerade die Wiederholung im Sinne des Grundtatbestandes begründen, sodass man nicht zwingend daran zugleich eine Strafschärfung knüpfen möchte. Wenn man das jetzt streichen würde, Herr Jung, ob man dann sozusagen den Umkehrschluss ziehen kann, dass das nicht gewollt ist, glaube ich nicht. Man könnte genauso sagen, in Nummer 6 und Nummer 7 kombiniert der Gesetzgeber zwei Nummern des Grundtatbestandes und dann könnte man den Schluss ziehen, wenn andere Nummern kombiniert werden, scheidet ein besonders schwerer Fall eben dann aus. Also das ist immer eine gewisse Argumentationssache, aber das könnte man in der Begründung klarstellen. Aber um die abschließend zu beantworten, es ist auch nicht schädlich, wenn Nummer 6 und Nummer 7 drin bleiben. Dann komme ich zu der Frage von Herrn Seid. Die Frage von Herrn Seid ging dahingehend mit schwerwiegend, erheblich. Wo liegt der Unterschied, beziehungsweise sich Merkmal nicht erheblich? Zunächst einmal zur Frage, worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen erheblich und nicht unerheblich? Mit nicht auch unerheblich besteht aus meiner Sicht eine gewisse Gefahr, dass auch Alltagsstreitigkeiten etwa zwischen Nachbarn erfasst werden. Also die Nachbarn streiten sich zwei, dreimal, da kommt man in den Bereich der Wiederholung rein. Und das würde ich gerne ausgeklammert sehen. Wenn man das Wort erheblich verwendet, dann ist man noch lange nicht bei schwerwiegend. Das ist graduell ein relativ großer Unterschied. Und ich habe es ja auch ausgeführt, die Fälle, die von der Rechtsprechung bisher abgelehnt wurden, würden mit dem Wort erheblich, aber auch nicht unerheblich erfasst. Das ist auch nochmal eine Ergänzung zu dem, was Herr Spatschek gesagt hat. Also Wechseln der Telefonnummer soll nicht zwingend bisher erfasst werden. Das Installieren von Alarmanlagen soll nicht zwingend erfasst werden. Ein einwöchiger Umzug in eine Ferienwohnung soll nach Rechtsprechung nicht zwingend erfasst sein. All dies würde künftig erfasst. Und wenn man das nimmt, was in Rechtsprechung und Literatur es dazu gibt, glaube ich schon, dass man mit einer Änderung eine ungefähre Leitlinie dann hat. Dann war noch wurde der Punkt angesprochen von Herrn Seitz, Gewaltschutzgesetz. Der Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz hat ja nicht zwingend eine Änderung der Lebensgestaltung beim Opfer zur Folge. Das ist aus meiner Sicht ein Punkt, der zu Recht im Gewaltschutzgesetz eben auch nochmal zusätzlich geregelt ist, der aber als schadender Umstand, als Regelbeispiel durchaus eingeführt werden kann. Leitlinie durch die Herabsetzung von schwerwiegend auf nicht unerheblich oder erheblich ist eben, dass es sich um eine Opferreaktion handeln muss, die in gewisser Weise typisch für die Stalking-Handlung ist und nicht etwas, was man im Alltag bei anderen Handlungen auch tun wollte oder würde. Nochmal ein Beispiel. Wenn man mit irgendjemand in Streit ist oder jemand einem unsympathisch ist, dann würde man vielleicht einmal das Telefon nicht abnehmen. Das wäre eine zumutbare Beeinträchtigung. Man würde aber eben nicht die Telefonnummer wechseln. Der letzte Punkt von Herrn Seitz, wie sieht es mit Nummer 6 aus? Müssten nicht auch Drohungen mit einbezogen werden? Das würde ich nicht als zwingend ansehen, denn aus meiner Sicht bleibt hier die Nummer 8. Und da möchte ich noch mal etwas Grundsätzliches sagen. Die Nummer 8 wird nach der Rechtsprechung so verstanden, dass nicht ähnliche Begehungsweisen erforderlich sind, sondern nur ein ähnlicher Unrechtsgehalt. Und das ist etwas anderes. Also man kann nicht argumentieren, wenn die Begehungsweise einer der Nummern 1 bis 7 nicht erfüllt ist, dass man dann im Umkehrschluss Argumentum e contrario sagt, dann kann Nummer 8 nicht erfüllt sein. Im Gegenteil, es kann ebenso schwerwiegen. Ein abschließendes Beispiel noch. Bei Nummer
3 wird das, der Versuch erfasst, mit Telekommunikationsmitteln Kontakt herzustellen. Nicht darunter fällt der Telefonterror, denn beim ständigen Anrufen und Auflegen möchte der Täter gerade keinen Kontakt herstellen. Er legt vorher auf. Anerkannt ist aber, dass dieser Fall unter die Nummer 8 fällt. Auch wenn er nicht auf Kontakt herstellen gerichtet ist, er wiegt vom Unrechtsgehalt gleich schwer. Deshalb könnte man für meine Antwort Nummer 6 ergänzen, muss es aber nicht, weil wir die Nummer 8 als Auffangtatbestand haben. Soweit zu den Fragen. Herr Eisele, vielen Dank. Das war das Ende der ersten Beantwortungsrunde. Wir haben für die zweite Fragerunde auch schon die ersten Wortmeldungen vorliegen. Frau Akbulut hatte sich schon in der ersten Fragerunde für die zweite Fragerunde gemeldet. Deshalb kommt sie jetzt auch wegen A gleich als erstes dran. Muss nicht, aber darf. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Leonie Steinl, beziehungsweise zwei Fragen. Sie regen über den Gesetzesentwurf hinaus die Änderung des Gewaltschutzgesetzes an, der hier ja auch angesprochen worden ist. Inwiefern hilft das Gewaltschutzgesetz Betroffenen und welche Änderungen wären notwendig, um Stalking Betroffene insbesondere zu unterstützen? Inwiefern kann die Änderung hier hilfreich sein? Und die zweite Frage, in den Stellungnahmen der Frauenverbände wird unter anderem angeregt, die Möglichkeiten der psychosozialen Prozessbegleitung auszuweiten. Ist diese Begleitung aus Ihrer Sicht als Nebenklagevertreterin sinnvoll? Und wenn ja, warum? Welche Hürden existieren momentan, die abgebaut werden müssten? Diese Frage könnte eigentlich auch Dr. Spatschek beantworten. Vielen Dank, Frau Akbulut. Jetzt gleich daneben Frau Bayram. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an die Frau Köhler. Sie beraten ja von Cyberstalking betroffene Frauen. Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht für die Betroffenen die größte Hürde, wenn sie sich an die Strafverfolgungsbehörden wenden wollen? Vielleicht können Sie dazu was ausführen. Und meine zweite Frage an Sie wäre, sind aus Ihrer Sicht die Strafverfolgungsbehörden, also Polizei und Staatsanwaltschaft, personell und technisch angemessen ausgestattet für Fälle des Cyberstalkings? Insbesondere haben Sie ja in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass das Gewaltphänomen nichts Neues ist und diese Begehungsweise durch das Netz eine andere Qualität ist. Und da würde mich, weil wir das hier im Rechtsausschuss öfter haben, in Bezug auf die digital begangenen Straftaten, dass Sie vielleicht noch mal was dazu sagen, wie bei Ihnen in der Beratung es ankommt, wie sozusagen die Strafverfolgungsbehörden technisch und sonst ausgestattet sind, um den Frauen da tatsächlich helfen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bayram. Als nächstes Frau Diecher. Ja, danke schön. Meine Frage richtet sich auch an Frau Dr. Steinl. Und zwar gibt es ein Medienbündnis, dem unter anderem auch die ARD angehört, die fordern, dass explizit die journalistische Tätigkeit vom Anwendungsbereich des § 238 ausgenommen werden soll, insbesondere zur Gewährleistung der Medienfreiheit. Wie schätzen Sie diese Äußerung ein? Ist es notwendig? Gibt es da andere Mittel? Und dann noch eine Frage an den Dr. Prokop. Es gibt auch dieses sogenannte Catcalling, also sexuell anzügliche Rufen. Das soll angeblich sehr zunehmen, Reden, Pfeifen, Abgabe sonstiger Laute im öffentlichen Raum.
Und das nimmt immer mehr Überhand, jetzt vielleicht in Zeiten von Corona nicht so, aber es war vorher der Fall. Und sehen Sie das von diesem Tatbestand erfasst? Ist da eine Strafbarkeit gegeben oder müsste man da eventuell auch noch mal nachschärfen? Vielen Dank, Frau Dilcher. Und als letztes Herr Seitz. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage an den Herrn Professor Eisele, und zwar zum Bestimmtheitsgrundsatz. Die Auffangregelung in Absatz 1 Nummer 8 wird im Absatz 2 nicht aufgegriffen. In der Begründung heißt es nur im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz, weil dann eben zusammentreffen würde einmal die Auffangregelung und zum anderen die Regelfalltechnik. Es ist jetzt aber nicht näher dazu etwas ausgeführt, ob man das für zwingend hält, weil eventuell sonst die Bestimmtheit des Gesetzes fehlen könnte, oder ob man da sich nur eben mehr Gedanken machen müssen. Es ist ja auch so, dass jetzt die Nummer 8 keine völlig offene Generalklausel ist, sondern durch die Vergleichbarkeit, die mit Nummer 1 bis 7 gegeben sein muss, ja doch auch eine sehr starke Konturierung gegeben ist. Deswegen die Frage an Sie: Meinen Sie, es ist zwingend, dass man den Absatz 2 nicht auch auf Absatz 1 Nummer 8 beziehen darf? Und wenn Sie das bejahen würden, welche Alternativen gäbe es, weil ich es natürlich für unbefriedigend halte, wenn wir jetzt Beeinträchtigungshandlungen haben, die wir genauso schwerwiegend ansehen, wie jetzt die in Nummer 1 bis 7 ausdrücklich geregelten, wenn es dafür dann die Strafschärfung nach Absatz 2 nicht gäbe? Danke. Vielen Dank, Herr Seitz. Die Juristen haben ein irgendwie intuitives Gefühl für Ordnung. Das ging mit A, B, D, S in der Reihenfolge der Meldungen. Das ist schon interessant. So, damit sind wir am Ende der zweiten Fragerunde. Und Herr Heise hat als erstes zu antworten, jetzt auch wieder alphabetisch zu antworten auf die Frage von Herrn Seitz. Ja, als es ging um das Bestimmtheitsgebot, den Bestimmtheitsgrundsatz, ich glaube, aus meinen vorherigen Ausführungen wurde schon deutlich, dass ich zunächst einmal den Grundtatbestand der Nummer 8 als nicht unbestimmt ansehe. Und zwar konstruktiv hängt die Nummer 8 ja nicht im luftleeren Raum, sondern das Tatbestandsmerkmal des Absatzes 1 ist ja unbefugt nachstellt in einer bestimmten Art und Weise. Das Tatbestandsmerkmal ist das Nachstellen, das dann erläutert wird durch weitere Nummern. Und insofern haben wir auch bei Nummer 8 ja eine Nachstellung, die nur in bestimmter Art und Weise dann nicht näher spezifiziert ist. Jetzt stellt sich die Frage, ob aus der Kombination sozusagen der noch bestimmten Regelung des Grundtatbestandes und des besonders schweren Falles, der durch Regelbeispiele erläutert wird und seinerzeit hinreichend Bestimmtes, etwas Unbestimmtes werden kann. Natürlich ergibt die Kombination dass weder Grundtatbestand noch dann möglicherweise ein sonstiger besonders schwerer Fall vom Gesetzgeber näher spezifiziert sind. Ich würde aber auch bei einer Kombination nicht zur Verfassungswidrigkeit kommen, denn Absatz 1 ist für sich genommen bestimmt und Absatz 2 ist für sich genommen bestimmt und ist jeweils erläutert, sodass ich auch bei einer Kombination insgesamt nicht zur Verfassungswidrigkeit, der besonders schwere Fall ja eine Strafzumessungsregel ist, die sich nicht mit Absatz 1 zu einem Straftatbestand verbindet, sondern erst auf Rechtsweite ansetzt, sodass ich die Kombination für möglich halte, ob man das rechtspolitisch will und dann einen relativ großen Spielraum einräumt, ist eine andere Sache. Aber ich sehe natürlich ein gewisses Bedürfnis, wenn man sagt, dass man es niemals schaffen wird, die Nummern 1 bis 7 so abschließend zu fassen, dass man alle Fälle des Stalkings erfasst und sich dann in gewisser Weise gerade etwa bei einer Vielzahl von Tathandlungen nach Nummer 8 den Weg zur Strafschärfung abschneidet. Insofern würde ich sagen, es würde regelungstechnisch gehen.
Vielen Dank, Herr Eisele. Als nächstes Frau Köhler mit den beiden Antworten auf die beiden Fragen von Frau Bayram. Zunächst mal haben Sie nach den größten Hürden gefragt, die den Frauen die Frauen haben. Oftmals fühlen sich die Frauen sehr alleine gelassen in diesen Geschichten. Und das ist, sind wir ja als Beratungsstelle ein Stück weit da. Eine der größten Hürden ist die lange Verfahrensdauer. Viele Frauen möchten, dass sie wieder zu einer Normalität zurückkehren können und dass das Stalking ein Ende hat. Ja, das wünschen sie sich alle. Aber auch die Aussicht, jahrelang oder in einen jahrelangen Prozess zu gehen und immer wieder mit diesem Thema beschäftigt zu sein, hindert teilweise die Frauen daran, diesen Weg zu gehen. Wie gesagt, die lange Verfahrensdauer. Das Zweite ist, dass sich die Frauen extremst allein fühlen in diesem Prozess. Sie sind teilweise extremst angeschlagen, sie sind psychisch angeschlagen, sie sind physisch angeschlagen. Und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, in so einem Prozess alleine zu sein. Das ist das Stichwort, heute schon öfters gefallen, der psychosozialen Prozessbegleitung. Und das dritte ganz große Problem, das wir haben, ist, dass es häufig daran scheitert, dass wir keine Beweise erbringen können. Und das ist ein ganz großes Dilemma. Wir sind eine Beratungsstelle, wir dürfen keine Forensik machen. Die Polizei ist teilweise, was die Forensik betrifft, noch nicht, wirklich so weit. Und hier entsteht eine ganz, ganz große Lücke. Wenn wir forensische Beweise erbringen wollen, müssen sich die Frauen die auf dem freien Markt holen. Das ist momentan sehr, sehr teuer und teilweise für die Frauen, den Frauen gar nicht zuzumuten. Beratungsstellen können das nicht übernehmen. Und hier ist wirklich ein ganz, ganz großes Loch, wo man nachschauen muss, A, was sind Beweise und B, wer kann diese Beweise wie erbringen, damit es zu einer Verfolgung tatsächlich auch kommen kann. Was die personelle und technische Ausstattung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz betrifft. Wir fordern seit langem eine Sensibilisierung, eine Weiter- und auch eine Fortbildung und parallel dazu eine weitere technische und personelle Ausstattung, sowohl von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz, weil das ist die Voraussetzung, damit gegen diese Straftaten auch vorgegangen werden kann. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Köhler. Als nächstes ist Herr Prokop dran mit der Antwort auf die Frage von Frau Dielcher. Ja, die Frage war darauf gerichtet, nach der Strafbarkeit von Catcalling. Das bedeutet also sexuell anzüglichem Verhalten in der Öffentlichkeit. Ich denke, es hängt von den Umständen der Tatbegehung ab. Wenn das Auswahl des Opfers auf dem Zufallsprinzip beruht, dann kommt in Betracht die Strafbarkeit nach 185 StGB wegen Beleidigung. Eine Strafbarkeit wegen Stalking wird wohl bei dieser Gestaltung daran scheitern, dass es am Tatbestandsmerkmal des wiederholten Handelns fehlt. Anders wäre es natürlich, wenn das Opfer gezielt ausgesucht wird, dass insofern die Wiederholung ist, die Zielgerichtetheit, die Ausrichtung auf das Opfer, dann würde Catcalling eben auch unter Stalking unter verschiedenen Gesichtspunkten fallen. Vielleicht noch eine Ergänzung zum vorhergehenden, auch Ausstattung der Polizei. Ich darf insofern verweisen auf Projekte, die vorsehen, dass dort die Verfolgung von Stalking als sogenanntes priorisiertes Verfahren bei der Polizei durchgeführt wird. Priorisiertes Verfahren bedeutet, dass das Ziel ist, durch speziell ausgebildete Polizeibeamten, dass innerhalb einer Woche die Anzeige bei der Polizei bearbeitet wird und innerhalb einer weiteren Woche als Zielvorgabe bei der Staatsanwaltschaft ein Abschluss des Verfahrens herbeigeführt wird. Funktioniert in der Praxis sehr gut und wäre zumindest einer der möglichen Ansätze, hier Verbesserung herbeizuführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Prokop. Nun Herr Spatschek mit der Antwort auf die Frage von Frau Akbulut. Ja, vielen Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, werde aber als Jurist trotzdem versuchen, darauf zu antworten. Wir haben in der Praxis das Problem, dass man differenzieren muss zwischen Prävention und Repression. Und beides geht so etwas durcheinander in der Diskussion in der Öffentlichkeit. Die allerwenigsten Opfer wollen nun wirklich, dass der Täter bestraft wird als ihr allererstes Ziel. Das erste Ziel ist, den Frieden wiederzubekommen und ganz einfach ihre Ruhe zu haben. Wenn Sie den schweren Weg eines Gerichtsprozesses einmal hinter sich gebracht haben als Opfer, dann wollen Sie das im Zweifel kein zweites Mal machen. Sie sehen auch, dass zum Beispiel Politikerinnen, die Opfer von Stalking
wurden, es einmal, zweimal probiert haben, dann bei den Gerichten auch irgendwo gescheitert sind, weil man es nicht ganz verstanden hat, worum es denn eigentlich geht oder weil es auch ganz einfach zu lange gedauert hat, bis die Ermittlung aufgenommen wurde, weil es ja vielleicht auch gar nicht ermittelbar war aufgrund der Anonymität des Internets, das es ja durchaus ermöglicht, ohne nun erkannt zu werden, aufzutreten. Also wenn man jetzt diesen Repressionsbereich sich ansieht, in dem wir gerade argumentieren und diskutieren, dann ist das eigentlich, wenn man das Interesse der Opfer sich ansieht, nicht der Hauptbereich, an dem nun primär Interesse besteht. Das ist ein Abschreckungsbereich, Generalprävention ist klar, ne? Dass die Täter wissen, wenn sie das machen, können sie sich strafbar machen. Aber das Opfer hat eigentlich eine ganz andere Idee, nämlich möglichst schnell aus dieser Nummer, sage ich mal, untechnisch rauszukommen. So, wenn Sie das Interesse des Opfers sich ansehen, dann sind Sie durchaus im Gewaltschutzgesetz wieder, findet man sich wieder, wo nämlich das Opfer als solches durch einfache eidesstattliche Versicherung in einen Bereich kommen kann, wo der Staat das Opfer schützen kann. Und wenn dann gegen diese Schutzmaßnahmen verstoßen wird, gibt es auch da Strafvorschriften. Wenn man nun darüber nachdenkt, den Schutz des Opfers, also quasi die Prävention und auch aus Taten herauskommend die Freistellung des Opfers von irgendwelchen Problemen im strafrechtlichen Bereich in den Fokus zu nehmen, dann ist das etwas, was dem Gewaltschutzgesetz an sich unterliegt, von der Regelungsidee. Jedenfalls muss es mit eine Idee in der Gesamtüberlegung sein, das Gewaltschutzgesetz in eine gemeinsame Anwendung von Repression und Prävention mit aufzunehmen. Wie in der Praxis ist das Hauptproblem, dass sowohl Staatsanwaltschaften als auch Gerichte häufig im Einzelfall aufgrund der Anzahl der gerade durch das Internet immer mehr zunehmenden Stalking-Fälle überfordert sind, jetzt nicht intellektuell, sondern ganz einfach nur fallzahlenmäßig überfordert sind, um den Verfahren kurzfristig nachgehen zu können. Das heißt, der Schutz, den man sich eigentlich als Opfer erwartet von einer Bestrafung des Täters, kann das Gesetz aufgrund mangelnder Ressourcen im Moment jedenfalls nicht so leisten, wie die Betroffenen sich das wünschen würden. Und wenn Sie mich hier fragen, so habe ich die Frage verstanden, welche Hürden abzubauen sind und wie man hier einen Schritt weiterkommen kann, dann doch so, dass man die, weiß ich nicht, ob man mich noch hören kann. Wunderbar und laut. Ja, Herr Spaczek, hören Sie mich noch? Ob man mich noch hören kann? Ja, wir hatten gerade zuletzt Ihre Frage gehört, ob wir Sie noch hören können. Die habe ich bejaht, aber möglicherweise haben Sie die Antwort nicht mehr mitbekommen. Und vielleicht können Sie ab dem Punkt noch mal weiterreden. Ja, machen Sie mal das Video aus. Ja, er hört uns nicht. Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt erstmal mit Frau Steinl weiter. Wenn Frau Steinl uns hört, Frau Steinl, hören Sie uns? Ja. Dann gehen wir zu Ihnen jetzt über und Herr Spaczek nehmen wir gleich nochmal dran. Frau Steinl hat zwei Antworten zu geben auf die Fragen von Frau Akbulut und eine auf die Frage von Frau Dilcher. Frau Steinl. Und Sie geben, Frau Steinl, Dank, einfach genau. Frau Akbulut, durch, was wir machen. Frau Steinl. Vielen Dank. Frau Akbulut,
fragte nach dem Gewaltschutzgesetz und der psychosozialen Prozessbegleitung. Ich beginne mit dem Gewaltschutzgesetz. Das ist natürlich ein ganz essentielles Instrument im Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt, weil es eben gerade nicht auf das Strafrecht oder nicht nur auf das Strafrecht sitzt, sondern eben einen zivilrechtlichen Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt bietet, der dann strafrechtlich flankiert ist. Und die Einführung war eben dieser Paradigmenwechsel weg von häuslicher Gewalt als Privatsache, sozusagen als Familienangelegenheit, hin eben zu einer Sache, die die Gesellschaft als solche beschäftigt und gegen die entschieden vorzugehen ist und die Betroffenen zu schützen und unterstützen ist. Insofern sind diese Schutzmaßnahmen, die darin vorgesehen ist, sehr wichtig und zeigen eben auch diese wichtige Erkenntnis, dass das Strafrecht allein auf keinen Fall ausreichen kann, um gegen geschlechtstypische Gewalt vorzugehen, weil ja keine Prävention geleistet wird, weil kein umfassender Schutz und Unterstützung der Betroffenen so geleistet wird. Durch das Gewaltschutzgesetz können zum Beispiel auch in Fällen von Nachstellung Verbote der Kontaktaufnahme oder Ähnliches angeordnet werden und ein Verstoß gegen solche Verbote wird dann auch strafrechtlich markiert in § 4 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes. Was wir nun fordern als Verbesserung ist, dass § 4 Satz 1 Gewaltschutzgesetz zwar eben die Strafverwirrung von Verstößen gegen gerichtlich bestätigte Vergleiche und gerichtliche Anordnungen hat, dass aber die Strafdrohung sehr niedrig ist, und zwar nämlich bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Und dadurch wird der Unrechtsgehalt dieser Taten nicht abgedeckt und es wird eben so der Anschein erweckt, auch für die Täter im Übrigen, dass es sich um ein Bagatelldelikt handelt. Und insofern sehen wir auch hier die Gefahr, dass diese spezialpräventive Wirkung, die dadurch erzielt werden soll, nicht erzielt wird. Und deshalb fordern wir eine Anpassung des Strafrahmens hier auf bis zu 2 Jahre oder Geldstrafe, um das hier zu verbessern. Und sind im Übrigen auch der Aufnahme in § 278 als besonders schweren Fall zugeneigt. Zur zweiten Frage von Frau Akpoli zur psychosozialen Prozessbegleitung. In der Tat handelt es sich hier aus unserer Sicht um ein ganz wichtiges Instrument zur Opferunterstützung, das sich auch bewährt hat in der Praxis. Es ist eine nichtrechtliche Begleitung im Strafverfahren, die der Informationsvermittlung dient, der qualifizierten Betreuung und Unterstützung und die eben Sekundärviktimisierung verhindern soll und Belastungen im Strafverfahren reduzieren soll. Allerdings besteht ein solcher Rechtsanspruch auf eine kostenfreie psychosoziale Prozessbegleitung nur in bestimmten eng gefassten Konstellationen, die zum Teil im Ermessen des Gerichts stehen. Und der Zugang knüpft quasi nicht an den Bedarf an, sondern der Rechtsanspruch wird nur bestimmten Gruppen von Opfern gewährt. Das Problem ist, dass die Nachstellung als Grunddelikt gar nicht erfasst ist. Das bedeutet, es besteht per se keine Möglichkeit einer kostenfreien Begleitung, auch wenn das Opfer sich in einer schutzbedürftigen Lage befindet oder seine Interessen selbst nicht wahrnehmen kann. Und das sehen wir als sehr problematisch an, denn gerade in Fällen von Nachstellung und auch in Fällen von einfacher Nachstellung, wie in anderen Fällen von häuslicher Gewalt, ist es so, dass eben viele Opfer ihre Interessen selbst nicht wahrnehmen können, dass sie sich in Strafprozessen in einer massiven Stresssituation befinden und dass es so nicht nur den Betroffenen, sondern natürlich auch dem gesamten Strafverfahren geholfen wäre oder es verbessert werden würde, wenn eine solche Möglichkeit zur Verfügung stünde. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Nachstellung, sondern auch die einfache oder gefährliche Körperverletzung, wo das der gleiche Fall ist. Und insofern ist auch im Lichte der Vorgaben der Istanbul-Konvention, Artikel 56 der Konvention, diese kostenfreie psychosoziale Prozessbegleitung auf alle Betroffenen von geschlechtstypischer Gewalt und häuslicher Gewalt auszuweiten. Zu der Frage von Frau Dilcher zur Pressearbeit und der Frage der Notwendigkeit einer etwaigen Ausnahme oder Regelung. Ich sehe in der Tat eine solche Notwendigkeit einer Regelung nicht, denn die presserechtlich zulässige Tätigkeit von MedienvertreterInnen kann über das Merkmal unbefugt ausgeschieden werden. Also da wird auch Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz bei der Auslegung dieses Merkmals berücksichtigt. Daneben gibt es natürlich auch noch § 34 StGB, wo das eine Rolle spielen kann. Und darüber hinaus ist natürlich aber auch ein unbefugtes Verhalten der Presse, was eben diese Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, auch strafwürdig. Insofern sehe ich da keinen gesonderten Regelungsbedarf. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Steidl. Und der Spacek ist uns jetzt wieder zugeschaltet und kann gerne an der Stelle noch mal einsetzen, wo er eben gefragt hat, ob man ihn noch hören würde. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Wenn Sie das sozusagen im Kopf notiert haben, welche Stelle das ist, gerne von da an noch mal neu. Das ist nett. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich war eigentlich auch schon fast fertig. Frau Steinl hat auch, ich habe gerade zugehört, wesentliche Punkte von mir auch schon dargestellt. Ich will nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Aus meiner Sicht ist das Gewaltschutzgesetz ein Gesetz, das in der gesamten Diskussion viel zu wenig
zur Bedeutung kommt. Das ist das Gesetz, das es eigentlich den Opfern ermöglicht, ich sage mal, möglichst schnell zeitnah zu einer Lösung zu kommen, die auch etwas bringt. Alles andere, also sprich eine Strafverfolgung des Täters, ist auf Zeit, auf Dauer angelegt, führt in aller Regel zu keinen kurzfristigen Lösungen und ist aufgrund der personellen Ausstattung der Gerichte und der Staatsanwaltschaften vor allem etwas, wo man ganz einfach nicht damit rechnen kann, dass kurzfristig eine Lösung herbeigeführt wird. Das war die Kurzzusammenfassung nochmal. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Spatschek. Damit wären wir dann auch am Ende der zweiten Beantwortungsrunde. Weitere Fragen für eine potenziell dritte Fragerunde sehe ich nicht mehr. Ich sehe auch nicht mehr viel Zeit. Doch noch eine Nachfrage hat Herr Seitz. Ja, dann nehmen wir die noch. Dann Herr Professor Eisele, gerade zur letzten Frage noch mal nachgefragt. Würden Sie uns denn, Sie haben Ihre persönliche Einschätzung gegeben im Hinblick auf die Erstreckung von Absatz 2 auch auf Absatz 1 Nummer 8, würden Sie auch dem Gesetzgeber empfehlen, davon Gebrauch zu machen im Hinblick auf die, jetzt ein Blick in die Glaskugel, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen würde im Hinblick auf die Frage, ob hier der Bestimmtheitsgrundsatz tangiert wird? Herr Eisele, mit dem Blick in die Glaskugel. Ja, da verlangen Sie von mir wirklich sehr viel. Man kann vielleicht sagen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich des Bestimmtheitsgrundsatzes relativ großzügig ist und auch Tatbestände, die ansonsten weit gefasst sind, nicht beanstandet hat. Also meine Einschätzung wäre tatsächlich, dass es nicht verfassungswidrig ist, weil es sich jeweils um die Merkmale Nachstellung und besonders schwerer Fall handelt, die ihrerseits durch weitere Beispiele konturiert werden. Und ich hatte ja gesagt, der besonders schweren Fall betrifft die Rechtsfolgenseite und nicht die Tatbestandseite. Und wir wissen ja, dass die Anforderungen auf Strafzumessungsebene an die Bestimmtheit ohnehin etwas geringer sind, wie auch die ganze Strafzumessung im Paragraph 46 zeigt. Und darauf möchte ich auch hinweisen, es gibt ja ein Strafgesetzbuch, unbenannte besonders schwere Fälle ohne Regelbeispiele und regelmäßig minderschwere Fälle ohne Beispiele. Und auch für die minderschweren Fälle gilt, dass die natürlich einem Bestimmtheitsgrundsatz zu messen sind. Und der Bestimmtheitsgrundsatz wird ja nicht danach relativiert, ob es zugunsten oder zu Ungunsten des Täters ist. Der Bestimmtheitsgrundsatz gilt absolut. Und insofern würde ich sagen, wäre meine Einschätzung, es ist nicht verfassungswidrig, weil die besonders schweren Fälle erläutert sind und die Rechtsfolgenseite betreffen. Vielen Dank, Herr Eisele. Damit sind wir am Ende dieser jetzt ganz kurzen dritten Fragerunde. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit sind wir dann auch am Ende der Anhörung. Ich danke den Sachverständigen, sozusagen themengemäß komplett per WebEx zugeschaltet, für ihren Input. Danke den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen. Danke den Zuhörern fürs Interesse und der Bundesregierung dafür, dass sie auch zugehört hat und uns mit Sicherheit jetzt bei der weiteren Arbeit an dem Gesetzentwurf noch unterstützen wird. Was rauskommt in den nächsten Tagen und Wochen, wird man dann sehen. Herzlichen Dank nochmals an alle, die mitgemacht haben, auch der Technik. Und ich schließe die Sitzung.